Hallo Leute, weiter geht's bei Mega Man 9. Es wird langsam eng. Wir versuchen Magma Man. Wenn ich jetzt hier auch nicht reißen kann, dann sollte ich mich mal mit dem Shop auseinandersetzen. Definitiv. Und dann sollte das Ganze dann eigentlich funktionieren, ja. Kommt das raus? Nö. Hier? Nö. Ja, ist gut. Flammenwerfer und... Ich kann dem nicht mal was anhaben. Außer vielleicht mit dem hier, der geht ja durch manches durch. Okay, das geht. Warten, bis er weg ist. Moment mal kurz. So, ein bisschen bequemer hinsetzen muss. Was seid ihr denn für Viecher? Wie soll ich jetzt da... Moment, kann ich irgendwie nach... Moment, klappt das? Oh, das klappt. Perfekt. Gut, aber... Klappt dieser Sprung? Da will ich nie wieder machen, diesen Sprung. Was machst du? Ja, ist gut jetzt. Wie viel Schaden hat er mir gerade gemacht? Ungefähr. Viel zu viel. Viel zu verflucht. Ey, die sind doch scheiße. Muss ich jetzt immer mit dem Trident herumlaufen? Wow. Das ist wieder Instant Death, oder? Wie das Instant Death ist. Nein, ich hab doch sogar die Waffe. Die sind bescheuert. Ich habe kaum mehr Energie. Das bringt nicht viel. Okay, es war gut, das war gut. Gib mir das. Ja, es sieht so aus, als ob ich bald zum Shop müsste. Bitte speichere doch mal... Oh, noch ein Zwischenspeicher. Oh Gott! Der fliegt auf jeden Fall. Was? Oh Gott, was soll die Scheiße jetzt wieder? Gib mir wieder das da. Was ma... Was? Was? Hey, was ist das denn jetzt schon wieder? Ich habe keine Ahnung, wie ich den... Nochmal von vorne! Halt! Die Stage ist ja wieder total bescheuert! Die Stage ist ja mal wieder... Warum? Kommt jetzt da unten? Oh nein, jetzt muss ich diesen Sprung auch nochmal hinkriegen. Fantastisch. Okay, dieses Stage gefällt mir jetzt schon wieder nicht. Au. Gefällt mir alles nicht. Die Hälfte ist ultra schwer. Die Hälfte ist wirklich ultra schwer. Und hier auch wieder. Lava, Instant Death, Kacke, das hier definitiv auch, ja. Man setzt wirklich wieder nur auf diese Scheiße. Gut, ich bin durch was anderes gestorben. Ja, ich gebe es ja zu, aber trotzdem. Das, nee. Macht ein paar Gegner hin, ein paar coole. Wo man ein bisschen tricksen muss und zwar aber doch nicht immer Instant Death, Kacke. Du nervst. Ich gehe. Aber wie kann ich den da oben treffen? Wobei, der kommt ja runter. Autsch. Ich... Was? Ich kann dem keinen Schaden machen da oben. Doch, irgendwie schon, aber... Ich kann doch nirgendwo sicher stehen. Oh, er ist tot. Das war bestimmt nicht der letzte, oder? Bestimmt gleich noch einer. Nee, noch nicht. Was strömt hier für Gas aus? Finde ich nicht gut. Warum verfolgt mich da irgendwas? Weil die scheiße sind. Die können auch noch springen. Ich gehe oben lang. Ich wette, da ist was. Oh, das tötet mich. Ja, ein Leben ist da oben. Okay, das nehme ich dann auf jeden Fall mit. Nein, nein! Seht ihr, alles ist darauf aus... Alles darauf ausgelegt, dass mich das Zeug tötet. Ja, diesen... Hab dich gesehen, mein Freund. Wow, der Sprung klappt. Der Sprung klappt. Das habe ich auch gesehen. Ach du Scheiße. Diese Stage ist auch wieder... Ist auch wieder Hardcore. Gebt mir doch bitte Energie. Oder noch einen Zwischenspeicher. Irgendwas. Oder soll ich? Ich nehme wieder das hier, für den Fall der Fälle. Dass noch so ein Flammenwerfer-Typ kommt.
Wenn ich es immerhin zum Boss schaffen würde, ja, könnte ich es zweimal testen. Wow, das hier knapper, als dass ich es gerne sehen würde. Da unten ist Energie, ja, wisst ihr was? Nee. Die kriege ich nicht. Und ich würde sie kriegen, aber ich würde danach sterben. Das ist nicht so das Optimum, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Das sind wieder so die maximalen Sprünge, die Mega Man drauf hat, wirklich. Das darf nicht wahr sein, ey. Ja, jetzt kriege ich Energie, klar. Ich sollte vielleicht doch oben lang gehen. Genau deswegen, vieler. Warum? Ey, mach perfekte Sprünge und dann klappt's. Mach keine perfekten Sprünge und dann leck mich. Oh Gott. Leute, wir haben ein Problem. Ich habe jetzt bei allen, wiederhole bei allen Stages oder Bossen ein Problem. Okay, dann muss ich wohl oder übel mir Energietanks holen. Das kann man ja, ne? Natürlich würde ich... diese... verdammten Viecher, ey. So. Gib mir da was anderes hier. Aber da kriege ich noch irgendwo, dass man die Zeit einfrieren kann oder so, weil diese Teile hier sind ein bisschen bedrohlich. Gab's doch immer irgendwie. So, jetzt habe ich immerhin ein bisschen mehr Energie. Kann mir ein bisschen was erlauben. Außer natürlich da in diese Scheiße reinzugehen. Aber das würde mich natürlich wieder töten. Oh, ich glaube, die Zehe von Mega Man wurde gerade ein bisschen heiß. So, hier hinstellen, gut. So, und was kam jetzt für eine Scheiße? Noch nichts. Ah ja, ich habe einen Sprung verkackt. Vielleicht sollte ich den Sprung irgendwie mit Rush probieren. Ich frage mich gerade, kann Rush vielleicht... Der kann in der Lava... Oh, Rush kann in der Lava landen, das ist schick. Das sieht man gerne. So, ja. Was machen wir? Ich habe genau einen Versuch. Einen. Einen. Und die Stage ist wieder so kacke. Oh Gott. Wow. Wow, wie ich ihn einfach nicht treffe. Wow, wie ich ihn überhaupt nicht treffe. Nein, nicht da rein, bitte. Das ist mein Loch hier unten. Nein, nicht zu mir rein, bitte. Was soll denn das? Ich könnte mir gerade vorstellen, dass der gut ist gegen den Hornissen-Typ da. Weil der schießt ja auch 3 Schüsse. Nee, Leute, wir haben ein Problem. Ja, gib mir was. Das ist ein One-Up. Es gibt dir ein extra Leben. Kostet dich zwar... Ich will's nicht. Nein. Was, du möchtest das nicht? Ja gut, dann nicht. Energietank. Ja. Gib her. Danke. Nein. Oh, ist dumm hier. Ja, ich weiß, was es ist. Wisst ihr, was so langsam geht? Ja, dann klickt man und dann, ja. Was möchtest du? Ich kann doch nicht weg. Jetzt kann ich weg. Das hier vielleicht... Gegen Stacheln ist das gut. Oder Beat. Dass ich einmal nicht runterfahren kann. Beatruf. Wird Beat kommen und dich retten, sobald du in einen Abgrund fällst. Der Beatruf kann nur einmal verwendet werden. Kann nur einmal verwendet werden. Ja, gut. Deswegen kann ich ihn vermutlich auch mehrfach haben. Gib mir den. Ja. Na, ey, das ist so bescheuert. Nein. Was ist das hier zum Beispiel? Das ist dein Kostüm. Möchtest du meine... Lieblingsoutfit sehen? Kostet 200. Nein, habe ich nicht. Was ist das da? Das ist ein Frisurenbuch. Auch Jungs sollten sich Mühe geben, so gut wie möglich auszusehen. Warum? Warum? Nee, Moment, noch nicht. Ich sollte mir sinnvolle Dinge kaufen. Das hier zum Beispiel. Stachelschutz. Dieser Gegenstand wird dich schützen, wenn du in Kontakt mit Stacheln kommst. Nur einem verwenden. Ja, ist gut. Gib her. Sieht nämlich nach Schuhen aus, aber scheinbar
gilt das für meinen ganzen Körper. Nein, ich möchte es... Die Bedienung hier drin ist doof. Warum muss ich jedes Mal so viel Text labern? Oh, wir gehen wieder. Viel Glück. Wir versuchen nochmal Chibbleman. Ich denke, mit einem Energietank sollte er dann machbar sein. Und irgendwo muss ich ja beginnen. Bei Magma Man, ja, ich hätte vielleicht mal eine Waffe austesten sollen. Wäre vielleicht nicht dumm gewesen. Denke ich mir mal. Aber hier, dieser Typ hier, der gibt mir definitiv ein Schild. Definitiv. Und das Schild wiederum kann ich dann für wo? Gut, ich habe noch nicht mal alle Gegner gesehen, ja, muss man natürlich auch dazu sagen. Ha. Aber irgendwie wird es dann schon klappen. Es könnte vielleicht eine Weile dauern, aber es muss ja irgendwie gehen. So, hier waren die Kackspinnen, die einfach nur runterfallen brauchen und dann können sie gar nichts. Komm runter. Ah, sie springen so kacke herum. So. Mehr Spinnen. Ja, ihr seid jetzt da unten ziemlich gut aufgehoben, was? So, kam jetzt dieses Schwungzeugs? Kam es. Ich meine, das ist auch eine relativ geile Sache. Ja, man wird hier in das Level reingeworfen und so, teste das mal über den Abgründen, wo du eh sterben wirst. Deswegen ja. Dann, das hier gefällt mir auch nicht, aber es hat geklappt. So, bei dir war das hier, glaube ich, ziemlich optimal. Nein. Komm schon. Ich muss schon springen, ansonsten klappt es nicht. Jetzt ist er relativ weit rechts. Nein. Nein, nein. Und wieder. Den habe ich doch beim letzten Mal ziemlich gut geschafft. Warum jetzt wieder nicht mehr? Muss ich jetzt schon einen Energietank verschwenden? Was? Ich war in der Luft, Leute. Ihr habt es gesehen. Ich war in der Luft. Ah, einen ganzen Abschnitt nochmal. Das macht doch einen Heidenspaß. Oh Gott. Leute, das artet hier gerade echt in Arbeit aus. Ja. Alles trifft mich, alles. Steine verletzten mich, komische grüne Teile, von denen ich nicht weiß, was sie sind. Jetzt weg. Zeig dich, Booms. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Wenn hier schon die ersten 8 Level so problematisch sind für mich, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich die Wily Stage schaffen soll. Es sei denn, die sind nicht auf Instant Death getrimmt. Ah, gib mir das. So. Ich habe 2 Energietanks nur. Einen habe ich gefunden und einen, ja. Einen haben. Wie man die sinnvoll erledigen sollte, verstehe ich auch nicht. Würde mir besser mal Energie droppen, statt nur solche Waffenenergie. Gut, beim ersten Teil hier kann man das ein bisschen testen. Ist ja in Ordnung. Hier muss man wirklich genügend Schwung mitbringen, glaube ich, ansonsten klappt's nicht. Okay, das hat nicht geklappt. Okay, es hat geklappt und durch da. So. Versuchen wir die Scheiße nochmal. Nein! Ja, das war noch besser. Ich hatte doch überhaupt keine Probleme vorhin bei dem. Jetzt macht er mich irgendwie alle. So, das waren viele Treffer, glaube ich. Jetzt ist er da ganz rechts. Es geht doch. Ich habe wieder kaum Energie, aber jetzt speichert es immerhin. Gleich kommt die Instant-Death-Kacke. Ach, komm schon. So. Warum droppt mir denn niemand Energie? Ist das wirklich zu viel verlangt? Ja, ich hab's beinahe wieder verkackt. Ich rede eigentlich von Lebensenergie. Die ich irgendwie so nicht kriege. Oh, wieder dieser tolle Sprung hier. Okay. Oh, Vorsicht. Moment, einmal kann mir ja nichts passieren. Ich habe ja...
Oh, verpiss dich da oben. So. Bringt mir alles. Sehr gut, okay. Okay, okay. Was sagt die Zeit? Wir sind eigentlich durch, aber... Ich muss ja irgendwann mal was schaffen, ansonsten kotzt es euch an und mich auch. Achso, ja, wie habe ich das denn gemacht? So. Warum klar? Ich bin gleich wieder tot. Oh, danke, genau das, was ich brauche. Komm runter da. Du Kackvieh, komm runter. Da kommen diese grünen Teile runter, ja. Geh ich einfach nicht in das Loch rein. Die besten da. Ich muss in das Loch rein. Egal, es hat sich gelohnt. Ich habe Plus gemacht in Sachen Energie. Einfach ignorieren. Oh, wie viel Damage mir der einfach macht. So, was könnte jetzt hier wirkungsvoll sein? Wir versuchen das hier mal. Das war ja eigentlich meine Theorie, dass ich damit die Kristalle aufnehmen kann. Okay, wir erinnern uns. Wenn der springt, springen wir auch. Das bringt irgendwie nicht viel, oder? Doch, irgendwie, was? Achso, ich muss die Scheiße dann noch aktivieren. Der ist ja... Okay, der kann gar nichts so. Ich muss die Scheiße zuerst zum Explodieren bringen und dann klappt's. Ah, und damit haben wir jetzt eine neue Waffe, ein Schild. Den hätte ich mir irgendwo gewünscht. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich weiß echt nicht mehr wo. Aber werden wir schon herausfinden. Auf jeden Fall, ein Gegner besiegt. Ich denke, das war eine super Waffe dafür. Ich habe es mir schon beinahe ein bisschen gedacht. Jewel Satellite. Ja, ist halt ein Schild. Okay, das gefällt mir. Damit kann ich arbeiten. Gut, wir speichern auf jeden Fall. So. Sehr gut. Wow, schon über eine Stunde. Und quasi noch nicht viel erreicht. Gut, Leute, aber das war's für heute mit... Noch nicht. Ich habe Rush mit einem Upgrade verbessert, damit er dich besser unterstützen kann. Oh. Hey, stopp! Okay, Rush kann fliegen. Rush Chat, wie geil! Er ist in Ordnung, Roll. Wir haben es gesehen. Oh mein Gott! Ich werde versuchen, ihn etwas zu verlangsamen. Gut, drei Stück fehlen noch. Aber für heute soll es das gewesen sein. Leute, das war's für heute mit Mega Man 9. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut oder besser. Tschüss!